Hallo, wie schön, dass du auch bei diesem Video heute mit dabei bist. Ich möchte dir heute zeigen, wie du einen herbstlichen Kranz mit Pilzen und verschiedenen Blättern mit Aquarellfarbe gestalten kannst. Bevor ich irgendwas auf mein Aquarellpapier male, mache ich mir aber bei Kränzen immer eine ganz grobe Skizze. Das hilft mir nämlich dabei, dass ich mir den groben Aufbau vorher schon mal überlege. Das heißt, ich weiß ungefähr, welches Element wo im Kranz später stehen soll. Dann habe ich nämlich nicht das Problem, dass ich später auf dem Aquarellpapier überfordert bin, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Deshalb habe ich mir einfach so ein Schmierpapier geschnappt und einen Bleistift. Und jetzt zeige ich dir, wie ich so eine Skizze anfertige. Du kannst dir zunächst immer einen Kreis einfach auf dein Papier zeichnen. Der muss auch gar nicht rund werden. Es geht nur darum, dass du weißt, dass es ein Kreis sein soll. Auf diesem Kreis positionieren wir jetzt unsere einzelnen Elemente. Ich möchte ja heute mit Pilzen arbeiten und die Pilze sind natürlich auch das, was am meisten im Fokus steht, wenn ich dann den Kranz später anschaue. Deshalb platziere ich auch erst die Elemente, die später am offensichtlichsten sind. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mir auf der linken Seite unten drei Pilze platziere, einen etwas größeren, auf der linken Seite davon einen etwas kleineren und rechts davon einen noch kleineren. Ich mache die extra unterschiedlich groß, damit das Ganze so ein bisschen verspielter aussieht. Und weil ich jetzt hier relativ viel Gewicht habe auf meinem Kranz, kann ich jetzt zum Beispiel diagonal noch zwei weitere Pilze ergänzen, um das Ganze ein bisschen auszupendeln. Das bedeutet, ich setze mir jetzt hier auch noch einen Pilz hin und darüber auch noch einen. Dann habe ich insgesamt einen großen Pilz und vier kleine. Im nächsten Schritt überlege ich mir, was für Elemente ich noch haben möchte. Ich werde jetzt noch drei verschiedene Blätter ergänzen und diese Blätter sind alle etwas unterschiedlich. Zum Beispiel ist das erste Blatt, was ich noch ergänze, das größte. Das bedeutet, ich kann mir jetzt überlegen, wo im Kranz ich ungefähr meine großen Blätter positioniere. Zum Beispiel hier einmal rechts von meinen Pilzen. Dann lasse ich von oben auch noch Blätter nach unten runterkommen. Die platziere ich dann unter den Pilzen. Und dann werde ich natürlich auf der linken Seite meiner Pilze hier auch noch ein paar große Blätter ergänzen. Und das Ganze ziehe ich dann bis nach oben zu einem gewissen Punkt. Ich lasse später den Kranz oben so ein bisschen geöffnet. Und deshalb werde ich jetzt hier auf der Seite zum Beispiel auch noch so zwei große Blätter ergänzen, sodass sich hier so eine kleine Öffnung ergibt. Nachdem ich die großen Blätter positioniert habe, würde ich jetzt gucken, wo ich die nächsten Blätter positioniere. Ich möchte neben den großen Blättern, die glatte Kanten haben, nämlich auch noch solche Blätter hier später mit Aquarellfarbe malen, die so ein bisschen gezackte Kanten haben. Und auch davon setze ich jetzt so ein, zwei einfach mal so grob auf meinen Kranz. Das mache ich jetzt überall da, wo jetzt Lücken entstanden sind. Also zum Beispiel hier habe ich jetzt noch Platz für große Blätter, aber auch hier nach unten habe ich zum Beispiel noch ein bisschen Platz. Oder hier unter den Pilzen kann ich zum Beispiel auch noch so ein, zwei von diesen Blättern ergänzen. Die müssen gar nicht schön aussehen. Es geht nur darum, dass ich später ungefähr erkenne, welche Blätter denn hier gemeint sind. Und damit das Ganze so ein bisschen sich schön verteilt im Kranz, setze ich zum Beispiel hier auch noch ein, zwei von diesen gezackten Blättern hin. Jetzt sieht das Ganze schon sehr, sehr voll aus. Deshalb brauchen wir jetzt auch erstmal keine weitere Skizze. Das dritte Blatt, was ich nämlich noch ergänze, werde ich später erst ergänzen, wenn alles mit Aquarell fertig ist. Denn nur dann sehe ich ja, wo jetzt am Schluss wirklich noch Lücken übrig geblieben sind. Mit diesem Grundaufbau fange ich jetzt an. Und mache weiter auf meinem Aquarellpapier. Für meine runde Form habe ich mir jetzt hier einfach so eine kleine Schüssel geschnappt und ich habe schönes mattes Aquarellpapier in einem quadratischen Format. Und jetzt kann ich mir meine Schüssel genau mittig aufs Format legen, dass ich genau zu allen Seiten gleich viel Platz drumherum habe und mir mit Bleistift eine Kontur ziehen. Auf diese Kontur werde ich jetzt ausschließlich die Pilze vorzeichnen, denn alle anderen Blätter möchte ich später direkt mit dem Pinsel freihand malen. Das bedeutet, ich male mir jetzt einmal die Skizze von den drei Pilzen hier unten und von den zwei Pilzen da oben auf mein Aquarellpapier. Da kann ich mich jetzt genau an meiner Skizze orientieren. Ich weiß ja ungefähr, dass die hier sitzen sollen und deshalb platziere ich mir jetzt hier einmal einen
schönen, bauchigen, unregelmäßigen Stiel oder Stamm von meinem Pilz und setze auf den Stamm so eine unregelmäßige Ellipse und auf die Ellipse wieder so eine schöne, unregelmäßige Form, dass das Ganze so ein schönes Hütchen ergibt. Dann setze ich daneben einen kleinen Pilz, der sich so ein bisschen nach rechts dreht. Und auf die linke Seite setze ich noch einen letzten Pilz, der sich so ein bisschen in die andere Richtung dreht. Genau wie auf meiner Skizze würde ich jetzt diagonal noch zwei weitere Pilze ergänzen, die sich auch so ein bisschen in den Kranz reindrehen. Das heißt, der Stiel startet oder der Stamm vom Pilz startet auf meinem Kranz und dreht sich so ein bisschen rein. Und dann setze ich hier drauf ein kleines Köpfchen. Und darüber kann ich jetzt noch einen zweiten Pilz ergänzen. Und dadurch, dass die jetzt alle so sehr unterschiedlich aussehen, die Pilze, wirkt das Ganze jetzt auch so richtig schön verspielt und organisch. In meinem Tutorial benutze ich heute wieder unseren Urban Watercolor Journey Aquarellkasten. Den haben wir selber zusammengestellt. Das sind 18 Farben, die sowohl gedeckte Töne enthalten, als auch richtig schön knallige. Und da musst du nichts mehr untereinander mischen. Du kannst die Farben so verwenden, wie sie sind und bekommst trotzdem immer ein perfektes und wunderschönes Farbergebnis hin. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die ganzen Blätter einmal um unsere Skizze herum malen, und zwar mit Aquarellfarben. Dafür schnappe ich mir jetzt einmal kurz ein Probepapier, um dir einmal ganz kurz zu zeigen, wie ich die Blätter male, bevor ich sie dann in den Kranz setze. Dafür starte ich mit meinem ersten Grünton, das ist das Lasurgoldgrün. Das ist ein ganz, ganz schöner Herbstton, der ist in unserem Urban Watercolor Journey Kasten mit drin, also in unserem eigenen Aquarellkasten. Und den nutze ich einfach so, wie er ist, ohne ihn mit einer anderen Farbe zu mischen. Dann habe ich nämlich so eine richtig schöne, kräftige, leuchtende, herbstliche grüne Farbe. Und jetzt habe ich einen mittelgroßen Rundpinsel mir geschnappt und kann jetzt einmal die großen Blätter folgendermaßen malen. Ich starte eigentlich immer mit einem Stiel, indem ich nur die Pinselspitze aufs Papier gebe. Dann machen wir das Ganze jetzt so, dass wir mit der Pinselspitze einmal links und rechts uns die Kontur ziehen vom Blatt und dann mit ein bisschen mehr Druck auf dem Pinsel die Fläche in der Mitte ausmalen. Das ist so eine grafische Herangehensweise, wie man Blätter gut malen kann, indem man einfach die Kontur zunächst malt und anschließend mit etwas mehr Druck auf dem Pinsel die Fläche schnell ausmalt. Das Ganze werde ich jetzt einmal auf meinen Kranz setzen. Ich starte bei dem Kranz mit einem sehr hellen Ton. Ich versuche jetzt gleich, nämlich dunkle und helle Farben miteinander zu kombinieren. Das heißt, im allerersten Schritt werde ich diesen Ton jetzt hier mit sehr viel Wasser verdünnen, damit ich hier einen richtig, richtig hellen Ton hinbekomme. Denn es ist immer ganz schön, wenn du Kränze malst, wenn du sowohl helle Elemente als auch dunkle, schwere Elemente im Kranz hast. Durch diese Abwechslung wirkt nämlich der Kranz viel, viel schöner und verspielter, als wenn alles nur hell oder alles nur dunkel ist. Deshalb starte ich jetzt mit einem sehr hellen Ton und werde jetzt, so wie ich es auf meiner Skizze vorher überlegt habe, einfach mal anfangen, hier rechts neben den Pilzen die ersten Blätter zu malen. Dafür starte ich mit einem Stiel, den ziehe ich mir hier einmal. Und dann nehme ich mir nochmal Farbe nach, dass der richtig schön vollgesogen ist, der Pinsel, weil dann kann ich ein richtig schönes, großes Blatt einmal hier auf meinen Kranz setzen. Die werden jetzt natürlich sehr, sehr hell, die Farben, aber genau das hatte ich ja so geplant. Dabei drehen sich jetzt ein paar Blätter nach innen. Hier drehe ich jetzt auch mal ein kleineres Blatt nach außen und versuche so ein bisschen Dynamik ins Bild reinzubekommen. Jetzt setze ich zum Beispiel hier
noch ein weiteres großes Blatt dran. Und dann werde ich von der anderen Seite auch noch ein paar große Blätter kommen lassen, genauso wie ich auf meiner Skizze mir das vorher überlegt hatte. Je nachdem, wie deine Skizze aussieht, machst du das natürlich jetzt auch ein bisschen anders oder du machst es genauso wie ich. Das kannst du so machen, wie du es besser findest. Hier drehe ich jetzt zum Beispiel mal ein Blatt so ein bisschen aus meinen Pilzen raus aus dem Kranz. Hier werden sich die Blätter nicht berühren, nur so ganz leicht begegnen in der Mitte, damit das da nicht zu gedrungen aussieht. Und dann lasse ich zum Beispiel hier noch ein Blatt ebenfalls zwischen den Pilzen hervorluken. Alles ganz, ganz hell, damit wir auf der ersten Ebene erstmal wirklich einen ganz hellen Ton haben. Wenn ich damit schon mal fertig bin, kann ich jetzt auch auf der linken Seite weitermachen. Hier habe ich ja auch auf meiner Skizze die großen Blätter relativ weit bis nach oben gesetzt. Das heißt, auch hier kann ich jetzt einfach irgendwo aus meinen Pilzen heraus starten. Sieht immer ganz schön aus, wenn man die Blätter so hinter den Elementen hervorluken lässt. Also hier zum Beispiel sieht man den Blattansatz jetzt nicht, sondern nur das Ende des Blattes. Zum Beispiel auch hier lasse ich jetzt daneben noch so ein kleines Blatt rausluken. Und auf der Seite zum Beispiel auch. Das habe ich natürlich auf der Skizze jetzt nicht eins zu eins vorher so geplant, sondern ich habe ja nur grob geplant, wo die Elemente sitzen. Das heißt, deine Skizze am Anfang ist nicht dazu da, dass du das genaue Abbild vorher schon definierst, sondern das ist einfach nur dazu da, dass du grob weißt, von wo bis wo gehen denn welche Elemente, damit du während des Malens ungefähr einen Fahrplan hast. Ich lasse jetzt hier noch ein paar Blätter bis nach oben klettern. Und nach oben hin werden meine großen Blätter jetzt so ein bisschen kleiner, damit wir nach oben einen schönen Abschluss am Schluss haben. Weil nach oben hin lockert sich das ja alles so ein bisschen auf. Jetzt habe ich auf der Seite schon relativ viele Blätter. Man kann natürlich am Schluss immer noch irgendwo Blätter ergänzen. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber so grob möchte ich das jetzt schon so verteilen, dass es ein gutes Gleichgewicht ergibt. Deshalb kommen natürlich jetzt hier auf der rechten Seite auch nochmal so ein, zwei große helle Blätter hin, damit das schön gleichmäßig aussieht. Und auch hier werden die Blätter nach oben hin zu der Öffnung kleiner. Dann ergibt das auch ein schönes harmonisches Bild. Hier lasse ich zum Beispiel noch einen Pilz hervorluken. Ein Pilz. Hier lasse ich noch ein Blatt hervorluken hinter dem Pilz. Und dann gucke ich jetzt mal, ob ich so zufrieden bin mit der Aufteilung. Falls mir jetzt irgendwo noch eine Stelle auffällt, wo zum Beispiel noch ein Blatt ganz cool wäre. Also zum Beispiel könnte ich jetzt mir vorstellen, dass zum Beispiel hier noch irgendwie was fehlt. Aber ansonsten kann ich das, wie gesagt, auch erst später nochmal ergänzen, wenn ich die restlichen Blätter gesetzt habe. Dann kann man das auch ein bisschen besser einschätzen. Weiter geht es mit meinen Blättern, die ja so ein bisschen gezackt sind. Die werden wir jetzt auch einmal ganz kurz auf einem Probepapier malen, dass du dir das besser vorstellen kannst. Dafür nehme ich jetzt einen Goldbraunton, denn ich möchte einen herbstlichen Kranz haben. Das heißt, wenn ich Grüntöne und Brauntöne miteinander kombiniere, gibt das natürlich eine wunderschöne Farbkomposition am Schluss. Das heißt, ich mische mir jetzt hier einmal in meiner großen Fläche hier oben ein bisschen von der goldbraunen Farbe mit Wasser an. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir starten ähnlich wie bei diesen Blättern. Also ich starte wieder mit einem dünnen Stiel und gehe dann hin und setze mir jetzt ein ganz dünnes Blatt, also wieder zwei Striche oben und unten, eine Kontur, die male ich aus. Und jetzt kann ich hingehen und kann mir an meiner Blattkontur entlang solche Linien rausziehen, die dann später aussieht,
wie eine zackige Kontur. Jetzt ist das Blatt relativ klein geworden. Ich kann das Ganze natürlich auch noch bauchiger machen, indem ich einfach die Grundform bauchiger mache, die wieder ausmale und auch hier dann mit schnellen Bewegungen nach außen die Kontur zackig mache. Und das setzen wir jetzt einmal in unseren Kranz rein. Auf unserer Skizze haben wir ja zum Beispiel hier unten angefangen, ein paar dunkle, zackige Blätter zu setzen. Das heißt, ich würde jetzt auch hier einfach in der Ecke anfangen. Hier habe ich ja auch noch richtig viel Platz. Das heißt, jetzt kann ich hier hingehen und einmal mir einen Stiel ziehen. An meinen Stiel setze ich jetzt diese bauchige Kontur, fülle die aus und kann dann mir hier diese Zacken dran setzen, solange alles noch nass ist. Dann zerläuft die Farbe auch perfekt und das Ganze wirkt wie ein ganzes Blatt und nicht wie einzelne Linien, die an der Kontur sitzen. Daneben setze ich jetzt noch ein größeres, weil das ist jetzt gar nicht so groß geworden. Das heißt, dann packe ich hier auch nochmal einen Stiel dran und hier kommt jetzt nochmal ein etwas bauchigeres, größeres Blatt dran und an das setze ich meine zackigen Linien. Und nach diesem Prinzip ergänze ich jetzt noch überall, wo ich auf meiner Skizze das ungefähr angedacht habe, weitere zackige Blätter. Du wirst jetzt natürlich merken, dass sich natürlich andere Lücken ergeben haben, als wir hier eben gehabt haben. Das bedeutet, du musst dich nicht, wie gesagt, 1:1 an deine Skizze halten, sondern nur grob, dass du weißt, okay, hier in dem Bereich soll was hin, hier und hier. In welche Lücke genau das Ganze dann kommt, das entscheidest du natürlich dann spontan, je nachdem, welche Lücke sich jetzt ergibt. Jetzt habe ich zum Beispiel hier eine schöne Lücke, die würde ich jetzt noch füllen. Kann auch mal das Blatt ganz, ganz klein machen. Das ist zum Beispiel auch ganz schön. Hier gucke ich mal, ob meine Farbe getrocknet ist, weil dann kann ich nämlich jetzt hier auch noch drüber gehen über meine erste Schicht. Kann auch mal ein Blatt drüber setzen, aber mach das wirklich erst dann, wenn du das Gefühl hast, das Papier ist richtig getrocknet, weil sonst verläuft jetzt alles ineinander und das wollen wir bei dem Stil, den wir gerade machen, jetzt nicht haben. Das Ganze wird ja so ein Ticken grafischer, aufgeräumter. Deshalb soll jetzt erstmal nicht so viel verlaufen. Die nächsten Blätter, und das sind eigentlich auch unsere letzten Blätter, sind ganz, ganz feine, ganz, ganz dünne Blätter. Für diese Blätter habe ich wieder meinen 7er Pinsel. Das funktioniert ganz gut, weil der so eine feine Spitze hat. Damit kann ich sowohl große als auch kleine Blätter malen. Falls dein Pinsel aber nicht ganz so eine feine Spitze hat, nimm dir gerne einfach einen feineren, also einen kleineren Pinsel für dieses Blatt. Und ich nehme mir jetzt die perfekte Ergänzung zu diesen beiden Tönen hier, nämlich mein Pyrrhelengrün. Und du kannst schon sehen, das bildet jetzt den perfekten Abschluss, weil wir hier so ein schönes rotes Braun haben. Wir haben so ein schönes goldiges Grün und jetzt kommt noch so ein richtig dunkles, schweres Tannengrün dazu. Und das, finde ich, ist die perfekte Ergänzung. Dafür habe ich mir jetzt hier einmal einen hochpigmentierten Ton in meiner Mischpalette angemischt, also einfach viel Pigment, weniger Wasser dazu, also dass es dickflüssig wird. Und jetzt kann ich wieder mit einem Stiel beginnen, indem ich nur die Pinselspitze aufs Papier gebe. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt setze ich meinen Pinsel an dem Ende an, gebe ganz bisschen Druck auf den Pinsel und nehme den Druck wieder weg ganz langsam. Und dadurch entsteht jetzt so ein ganz, ganz schmales Blatt. Das mache ich jetzt hier direkt nochmal. Ich gehe mit der Pinselspitze hin, gebe Druck drauf,
nehme den Druck langsam wieder weg und lasse die Pinselspitze noch lange auf dem Papier und hebe erst dann wieder ab. Und mit dieser Technik können wir jetzt so ganz feine, ganz dunkle Blätter noch ergänzen, die sich perfekt in diese ganzen Hohlräume jetzt noch reinpacken lassen. Und dadurch wird jetzt unser Kranz gleich richtig schön voll und üppig. Unsere dünnen Blätter haben wir ja eben auf unserer Skizze nicht mit skizziert, weil wir gar nicht absehen konnten, wo denn die ganzen Lücken bleiben. Das bedeutet, jetzt brauchen wir hier gar nicht mehr drauf gucken, sondern wir gucken direkt auf unseren Kranz und sehen, wo denn Lücken entstanden sind. Das Schöne ist, dass jetzt meine Farbe hier überall schon relativ trocken ist. Das heißt, ich kann notfalls auch über Flächen drüber malen, wenn ich irgendwo mehr Platz brauche. Ich starte auch hier mit meinem Pyrrhelengrün wieder, mit einem hochpigmentierten Ton. Streife meinen Pinsel so ein bisschen am Rand ab, damit er jetzt nicht zu voll gesogen ist. Und starte einfach mal da, wo ich jetzt denke, dass noch so ein paar Lückenfüller fehlen. Zum Beispiel würde ich jetzt hier mir so ein, zwei Blätter rausziehen. Und du siehst, dadurch, dass das Blatt darunter jetzt schön trocken ist, kann ich jetzt das dunkle Blatt auch drüber setzen. Wenn du mit der Technik, die ich dir gerade gezeigt habe, mit diesem einen Pinselstrich, wenn du da Probleme mit hast, ist das an für sich gar nicht schlimm. Du kannst theoretisch auch auf die Technik zurückgreifen, die wir eben benutzt haben, nämlich, dass du einfach sagst, okay, ich ziehe mir hier einen Stiel raus und dann mache ich erst die Kontur, aber eine ganz, ganz, ganz schmale, ganz, ganz schmales Blatt und fülle das dann aus. Das geht zum Beispiel auch, falls dir das zu kompliziert ist mit dem einen Pinselstrich. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen schönen Hohlraum gefunden. Jetzt würde ich natürlich gucken, dass das Ganze auch so schön ausbalanciert ist, also dass überall so ein bisschen diese sehr dunkle Farbe mit auftaucht. Also zum Beispiel finde ich, dass jetzt hier auch noch was hinpassen würde. Oder zum Beispiel auch noch hier. Und dann vielleicht auch noch hier oben so ein, zwei kleine schmale Blättchen. Und dann lasse ich das jetzt erstmal so alles trocknen. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Jetzt können wir nämlich erstmal unsere Pilze noch ausmalen. Und dann werden wir noch ganz viele kleine Feinheiten ergänzen. Und dann ist unser Kranz nämlich auch schon fertig. Für meine Pilze benutze ich jetzt zwei verschiedene Brauntöne. Und zwar ist es einmal das Sepiabraun, das haben wir gerade noch nicht verwendet. Und das Braun, was wir eben schon verwendet haben, nämlich das Goldbraun. Und ich werde jetzt nämlich einige Pilze ein bisschen mehr in dem Goldbraun gestalten und die anderen ein bisschen dunkler in dem Sepiabraun, damit jetzt auch nicht alle Pilze irgendwie gleich aussehen. Deshalb starte ich jetzt einfach mal mit den goldbraunen Pilzen, aber ich möchte ja trotzdem einen kleinen Unterschied haben zu meinen Blättern. Deshalb werde ich jetzt zu meinem Goldbraun ein bisschen von dem Sepiabraun ergänzen. Das heißt, ich mache jetzt nicht komplett das Ganze in demselben Farbton wie eben, sondern mische so ein bisschen von dem Sepiabraun dazu. Und jetzt werde ich hier einfach die Köpfchen von zwei Pilzen in der Farbe ausmalen und die anderen Pilzköpfchen in dem dunkleren Braun. Ich starte mit so einer mitteldunklen Farbintensität. Das heißt, das Ganze ist weder zu hell noch zu dunkel. Und werde nämlich jetzt, solange das noch nass ist, ein kleines bisschen dunkle Farbe noch ergänzen, um so eine leichte Schattierung schon jetzt innerhalb des Pilzes hinzubekommen. Das heißt, ich male jetzt alles mit dieser
mit dieser einen Farbe aus, gehe jetzt nochmal mit meiner Pinselspitze direkt hier in das Sepiabraun rein, also in das dunkle Braun, nehme mir nur mit der Spitze ein bisschen Farbe auf und kann jetzt hier mit der Spitze so ein kleines bisschen von der dunklen Farbe in meine nasse Fläche tupfen. Und dadurch, dass es noch nass ist, verläuft das jetzt so ein bisschen ineinander und bekommt automatisch so ein bisschen mehr Plastizität durch diese leichte Schattierung. Dasselbe mache ich jetzt mit meinem anderen Pilz auf der Seite auch. Ich starte wieder mit der helleren Farbmischung aus dem Goldbraun und dem Sepiabraun. Grundiere jetzt erstmal nur den Pilzkopf. Und ergänze anschließend ein bisschen von meinem Sepiabraun, indem ich nur ins Näpfchen mit der Pinselspitze gehe und hier so ein bisschen reintupfe. Für meine anderen Pilze möchte ich jetzt, wie gesagt, das Sepiabraun benutzen, damit ich hier auch nochmal so eine schöne Variation habe und nicht alles gleich aussieht. Deshalb mische ich mir jetzt hier einmal ein bisschen Sepiabraun an, irgendwo, wo noch Platz ist in meinem dreckigen Kasten. Das mache ich hier und kann jetzt hier einmal auf der rechten Seite den Pilz grundieren. Der wird auch richtig, richtig schön dunkel. Und dadurch, dass der jetzt so dunkel wird, fällt dir das wahrscheinlich direkt auf, dass das Ganze so richtig viel Dimension bekommt, weil die Blätter dahinter ja so richtig hell sind. Deshalb haben wir so einen extremen Kontrastpunkt jetzt hier, was unsere Illustration jetzt richtig schön lebendig macht und so ein bisschen mehr Dimension verleiht. Der kleine Pilz hier unten bekommt auch nochmal ein bisschen Sepiabraun. Und das lassen wir jetzt erstmal schön trocknen. Währenddessen sind meine Blätter ja alle getrocknet. Das heißt, ich werde jetzt schon mal den Kreis wegradieren, damit er mich nachher nicht mehr zu sehr stört. Und dann kann ich nämlich im nächsten Schritt jetzt die Stämme von meinen Pilzen einmal ganz, ganz grob grundieren. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel machen. Es reicht nämlich, wenn wir die nur so ein kleines bisschen akzentuieren, weil die sollen ja eigentlich relativ hell bleiben. Deshalb nehme ich mir jetzt einfach nur ein wenig Neutraltinte, also einen Grauton, und mische da zum Beispiel einfach nur so ein bisschen von meinem Goldbraun mit rein. Ich brauche aber einen sehr, sehr hellen Farbton. Das heißt, ich nehme mir ein ganz bisschen hiervon und hiervon auch nur wirklich ganz, ganz wenig. Wirklich nur so eine Pinselspitze, lieber zu hell als zu dunkel. Und dann kann ich jetzt hier mit dieser ganz hellen Farbmischung einfach unterhalb meiner Köpfchen so ein kleines bisschen was Farbe reingeben. Da muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich die Köpfchen nicht berühre, weil sonst zerfließt wieder alles ineinander. Und ich kann natürlich zum Beispiel auf einer Seite, in dem Fall jetzt auf der linken Seite, so ein kleines bisschen schattieren, dass auf der rechten Seite komplettes Weiß bleibt. Und durch diese ganz leichten Farbakzente wirken meine Pilze jetzt schon so, wie sie sind, perfekt. Wir haben jetzt die groben Elemente alle fertig. Was wir jetzt machen werden, sind Details einbauen. Und diese Details werden das Ganze jetzt nochmal viel, viel, viel lebendiger machen. Für meine Details nehme ich mir jetzt einfach einen ganz, ganz dünnen
Rundpinsel in der Größe 0. Und ich starte jetzt einfach erstmal mit den großen Blättern, denn meine großen Blätter bekommen jetzt eine Struktur. Ich werde nämlich jetzt ein paar Blattadern reinmalen. Dafür nehme ich mir einfach mein Olivgrün und mische mir eine nicht zu dunkle, nicht zu helle Farbe hier an. Streife meinen Pinsel schön ab, damit er nicht zu voll gesogen ist. Und jetzt kann ich bei einigen oder bei allen Blättern, ich werde es nur bei einigen Blättern machen, eine ganz typische grafische Blattstruktur mit einarbeiten. Das heißt, ich gehe wirklich hin und male ganz sorgsam eine Linie durch die Mitte und dann rechts und links davon diese Blattadern. Das mache ich jetzt, wie gerade schon gesagt, nicht bei allen Blättern, sondern ungefähr so bei 50%, würde ich sagen, damit das Ganze trotzdem noch schön locker aussieht. Und deshalb mache ich das jetzt vor allem bei den großen Blättern. Und wenn ich die Blattstrukturen alle habe, gehe ich jetzt nochmal mit der Pinselspitze in meinen Grünton rein. Also so richtig schön hier direkt ins Pigment. Nur mit der Pinselspitze. Und setze jetzt hier nochmal an manchen Stellen so ein paar dunkle Punkte auf meine Blätter, damit ich hier so ein kleines bisschen noch mehr Textur erzeuge. Unser Kranz ist eigentlich fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch gerne ergänzen würde, ist ein kleiner Farbtupfer. Und zwar habe ich hier ein wunderschönes Pyrrolen-Violett. Und ich finde, also ich finde generell, dass diese Farbkombination so unfassbar schön aussieht. Also ich liebe die. Und ich finde, wenn man das jetzt noch ergänzt, dann hat man noch so einen ganz leichten Rotton. Und das macht das Ganze jetzt noch so richtig, richtig besonders. Deshalb werde ich jetzt einen kleinen Trick machen, den du immer machen kannst, wenn du solche Kränze machst. Dass du nämlich einfach mit einem ganz feinen Pinsel und einem schönen Ton einfach einige Punkte noch um deinen Kranz herum ergänzt. Das könnten dann so Sachen sein wie winzige Beeren, die irgendwo noch rausluken oder einfach nur Punkte, die so ein bisschen die Atmosphäre andeuten sollen. Irgendwas, was im Licht glitzert oder so. Deshalb gehe ich hin und male mir jetzt einfach nur mit der Pinselspitze hier und da mit dem Farbton so ein paar Punkte, die das Ganze jetzt so richtig schön auflockern. Und fertig ist mein wunderschöner herbstlicher Kranz mit Aquarellfarben. Ich hoffe, dass dir dieses Tutorial gefallen hat. Wenn ja, dann folg uns super gerne auf Mainberry. Und dann bekommst du nämlich jeden Mittwoch um 18 Uhr ein neues Watercolor-Tutorial von uns.